Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Kula und ihrer Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. So, starten wir los mit dem Video. Wer ist Kula? Kula ist eine Löwin mit dunkelbraunem Fell und roten Augen. Zu ihrem Wohnort und ihrer Familie ist nicht wirklich was bekannt. Sie ist sehr gut mit Nala und Kumbi befreundet. Der Name Kula bedeutet Essen. Wo kommt Kula vor? Kula kommt nur im Buch Nalas Dare vor. Da dieses Buch zur Bücherreihe Six New Adventures zählt und diese Bücherreihe nicht offiziell ist, wissen wir gar nicht, ob Kula im König der Löwen Filmuniversum überhaupt existiert. In der Geschichte des Buches nimmt Kula keinen sonderlich wichtigen Platz ein. Wenn du dich aber dennoch für die Geschichte dahinter interessierst, kannst du gerne mein Alles über Nala Video anschauen, denn dort habe ich die Geschichte zusammengefasst. Kommen wir jetzt noch zu Kula in der Fanszene. Hier kommt sie im Fancomic König der Löwen verborgene Geschichten vor. Und hier bekommen wir auch einen etwas größeren Einblick auf ihr Leben. Hier ist Kumbi ihr Bruder und nachdem Scar das geweihte Land übernommen hatte, zogen die beiden mit ihrer Mutter weiter. Nach einem kleinen Zeitsprung sieht man die beiden auch als erwachsene Löwen. Beide haben jeweils eine Familie gegründet und ziehen aber zusammen weiter. Es wird im Comic leider nicht genauer beschrieben, wer Kulas Partner ist, ich schätze aber, dass es eventuell Toyo sein könnte. Und Kumbis Partnerin dürfte Tama sein. Es gibt hier aber auch Theorien, die besagen, dass Kula eventuell die Mutter von Kovu und Vitani sein könnte. Laut dieser Theorie tötete Sira Kula und adoptierte Vitani und Kovu. Habe ich irgendeine Theorie vergessen? Wenn euch noch etwas zu Kula einfällt, könnt ihr das gerne mit uns in den Kommentaren teilen. Ich hoffe, euch hat dieses recht kurze Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!